Hallo, ich bin's wieder von BTC Echo. Mir ist vor einer Woche aufgefallen, dass ich mich eigentlich noch nie so wirklich vorgestellt habe. Und zwar bin ich Dana und ich bin seit Juni mit auf der BTC Echo Reise und werde euch auch die nächsten Monate durch dieses Format begleiten. Und Achtung, kein Teaser, vielleicht auch andere Formate. Das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr weiterhin diesen Channel verfolgt. Und bin auch immer offen für eure Kommentare, vielleicht Themen oder Personenvorschläge. Ich will natürlich auch, dass mit eurer Unterstützung, meiner Unterstützung, dieser Channel sich immer weiter zum Positiven entwickelt. Und jetzt, bevor wir zu unserem Gast kommen, noch ein bisschen Werbung. Und zwar haben wir hier den Krypto-Kompass von August. Und die hat sich dieses Mal auf DeFi konzentriert, weil sich da der Markt rasant in den letzten Wochen entwickelt hat. Das gebundene Kapital liegt mittlerweile bei 5 Milliarden US-Dollar. Also hat sich wirklich ja, überschlagen. Und da geben wir Ratschläge, wie man am besten Geld verdienen kann mit dezentralen Krediten. Gleichzeitig, was es auch für Risiken birgt. Also wirklich super, super insightvolle Ausgabe. Kann ich euch empfehlen, könnt ihr einfach bei uns im Shop erwerben für 4,99 € monatlich erhältlich. Außerdem stellen wir da auch Unternehmen vor, Personen vor, ganz, ganz im Detail und ganz viele exklusive Interviews auch. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Denn ja, jeder kennt das Wort Blockchain, Buzzword und die letzten 2 Wochen haben wir auch viel abstrakt darüber geredet. Okay, Blockchain-Startup hier, Blockchain-Gründerszene und so weiter. Und da fehlt vielen Otto-Normalverbrauchern vielleicht der direkte Zugang dazu. Und der Julian, der will das jetzt ändern, weil der mit seiner digitalen Identitätenlösung ein Produkt entwickelt hat, das verschiedene Services verbinden soll und es Nutzern möglich macht, sich nur einmal zu verifizieren und alle Services zu benutzen. Und das basiert auf der Blockchain. Und das ist quasi mal ein richtiger Use Case, Anwendungsfall im Day-to-Day-Life, der die Blockchain super nützlich macht. Aber das kann er, glaube ich, euch noch deutlich besser erklären als ich. Deswegen schaltet einfach ins Interview ein. Ich würde mich freuen. Hallo Julian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe es in der Intro gerade schon erwähnt. Wir haben generell schon viel zu dem Thema digitale Identitäten geschrieben und gemacht. Und du bist ja deswegen auch der richtige Ansprechpartner bei Ownit, denn du bist ja Ownit Product Manager. Und deswegen stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl mal, was ihr bei Ownit eigentlich so macht. Ja, mein Name ist Julian Hillebrand. Ich bin der Product Manager bei Ownit. Ownit ist ein Produkt der Kokus AG. Ja, also wir sind ein Produkt einer schon bestehenden Company. Genau, und einfach mal, was Ownit eigentlich ist. Und das kann man eigentlich relativ gut, finde ich, immer beschreiben, wenn man mal einen Schritt zurückgeht. Ja, also ich sage immer, es gibt 4 Milliarden Menschen in der Welt, eigentlich schon mehr als 4 Milliarden Menschen in der Welt, die heutzutage das Internet benutzen. Und es ist unglaublich krass, ja, das einfach mal so zu formulieren, wie das Internet unser aller Leben verändert hat. Ja, also ich persönlich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne Internet eigentlich zu leben. Es ist in allen Lebensbereichen vorgedrungen und es hat alles eigentlich, ja, größtenteils zum Positiven verändert. Wenn man sich mal überlegt, woher das Ganze eigentlich kommt, dass das eigentlich so damals mit so einem einfachen Textprotokoll gestartet ist, ja, und jetzt heute so Sachen wie ein Google oder Facebook daraus entstanden ist, ist dieser Innovationssprung, die Innovationskraft des Ganzen so unvorstellbar groß, ja. Allerdings nicht bei allen Dingen. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was jetzt beispielsweise bei Google oder Facebook passiert ist, ist es halt immer noch sehr, ja, nicht sehr fortschrittlich beim Thema Identity. Ja, heutzutage müssen wir uns immer noch mit Passwörtern überall einloggen. Ja, das heißt, es ist ein Prinzip, was eigentlich gar nicht mitgewachsen ist, was eigentlich schon immer da ist und was sich immer extrem kompliziert anfühlt. Ja, wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit, uns wirklich im Internet auszuweisen, wirklich gut auszuweisen. Oder zumindest fühlt es sich alles nicht so innovativ an wie eigentlich der Rest. Ja, es hinkt irgendwie einfach hinterher. Okay, das ist ein spannender Punkt, über den habe ich so in dieser Form noch nie nachgedacht. Was glaubst du denn, woran das liegt? Ihr seid dem ja sicherlich dann auf den Grund gegangen, oder? Das Internet ist entstanden, um möglichst viele Informationen offen zu teilen. Ja, man hatte früher Informationen in irgendwelchen Silos und man wollte sie mit möglichst vielen anderen eigentlich teilen. Dass man Informationen nicht unbedingt teilen möchte und Informationen privat sein können, sensibel sein können, die man eigentlich
nur für sich behalten möchte. Diesen Anwendungsfall gab es eigentlich gar nicht in der initialen Entstehung des Ganzen. Ja, darum ist dieses Prinzip der Identität, der Zugriffskontrolle eher obendrauf gesetzt auf ein schon bestehendes Protokoll. Das heißt, es ist nicht nativ in dem Protokoll verankert. Ja, und dadurch sind diese heutigen Ausweismechanismen, ja, die Identitätsmechanismen, einfach isoliert, komplex und entsprechend auch anfällig. Ja, jeder, der mal ein Passwort hat, kann sich überall einloggen, ohne dass ich es größtenteils mitbekomme. Mhm. Ja, und wir haben dann gesagt, okay, was wäre, wenn wir diesen Status quo eben nicht so akzeptieren? Was wäre, wenn Identität nicht obendrauf gesetzt ist, sondern was wäre, wenn Identität nativ in ein Protokoll, in das Protokoll mit eingearbeitet würde? Ja, das heißt, wie sieht Identität aus, eben ohne Passwörter, ohne dass ich meine Daten überall wieder neu eingeben muss, ja, ohne dass ich alles immer manuell irgendwie verifizieren muss oder irgendwelche manuellen Verifizierungsschritte durchlaufen lassen muss. Mhm. Jetzt hast du mir schon viele Fragen vorweggenommen, also viele Informationen geliefert. Kannst du jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einfach erklären, also was macht ihr bei Ownit genau? Vielleicht nochmal ganz kurz gefasst. Du hast es gemerkt, ich bin sehr, sehr ausgeschweift. Das Ganze ist ein sehr teilweise abstraktes Thema, das Thema Identity. Und wir haben gesagt, okay, lass uns das konkret machen, anfassbar machen. Und die Ownit-Plattform liefert letztendlich die technischen Bausteine, um diese neue Art dezentraler Identität in eigene Business-Anwendungen mit einzubauen. Ja, entsprechend in eigene oder eben auch das Backend zu liefern, ja, für andere Anwendungen, die entsprechend mit Identität aufgebaut werden. Und gab es irgendwie, also ich meine, du hast gesagt, ihr habt diese Gap gefunden und dachtet irgendwie, okay, warum hat da noch niemand was gemacht und wie können wir quasi dieses Vertrauensproblem auch lösen? Aber hast du da vielleicht einen persönlichen Schlüsselmoment gehabt, an dem du selbst auf die Idee gekommen bist, okay, hey, das will ich machen? Oder wie hat sich das entwickelt? Es ist ein Schlüsselmoment, der wahrscheinlich gar nicht nur mir passiert ist. Es ist wahrscheinlich ein Schlüsselmoment, der sehr vielen passiert ist und auch mal tagesabhängig jetzt zu sprechen, das, was jetzt bei Twitter letzten Tag passiert ist, wo letztendlich ganz viele Accounts gehackt wurden. Er ist eigentlich genau so ein Schlüsselmoment, dass das jetzige System, Passwörter zu verwenden, einfach nicht sicher ist. Und ich hatte auch so einen Moment vor einigen Jahren schon, wo halt einfach mein Passwort von einer Plattform gestohlen wurde, ja, und damit auf gut Deutsch gesagt Unfug getrieben wurde und ich absolut machtlos war. Ja, ich konnte dann versuchen, beim Kundenservice irgendwie anzurufen, aber auch da ist es halt immer schwierig, sich dann auszuweisen. Und ja, und das ist einfach ein Prozess, und den man, glaube ich, erst richtig spürt, wie wichtig der ist, wenn man das einmal selber durchlaufen hat. Also wenn man wirklich mal irgendwo sein Passwort abgenommen bekommt, jemand anderes sich Zugriff zu so einer Plattform verschafft und entsprechend auch einfach rufschädigend teilweise zum Beispiel Inhalte einfach so ins Netz stellen kann. Ja, und das ist dann sehr schnell. Man denkt vielleicht erstmal, das ist gar nicht so meins oder ich bin eigentlich sehr sicher, aber wenn es dann passiert, merkt man eigentlich, wie tief das einen eigentlich trifft. Ja, ja, total. Und dann ist ja ein wichtiger Faktor bei eurer Identitätslösung die Blockchain. Warum brauchen wir jetzt die Blockchain? Ginge das nicht auch so? Die Blockchain brauchen wir eben, weil die Blockchain das Ganze dezentral speichern kann. Hört sich jetzt erstmal wie ein Buzzword an. Ja, aber es ist, verdeutlicht eigentlich auch eben wieder das, was auch dann wiederum, um das Twitter-Beispiel nochmal aufzunehmen, passiert ist, dass da in dem Fall beispielsweise die ganzen Passwörter, die ganzen Nutzerinformationen alle einfach komplett zentral in einer Infrastruktur gespeichert wurden. Ja, das heißt, die Angreifer, die sich irgendwie Zugriff zu dieser Infrastruktur verschafft haben, hatten eigentlich Zugang zu ganz vielen Accounts. Ja, und das waren dann in dem Fall nicht irgendwelche 0815-Accounts, sondern teilweise Accounts von Elon Musk und Bill Gates. Mhm. Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, was die Leute damit alles hätten anrichten können. Die haben dann nur Bitcoin-Zahlungsinformationen gepostet. Ja, aber es ist absolut krass, was da eigentlich passiert ist. Und mit der Blockchain ist das Ganze jetzt eben nicht mehr an einem Ort gespeichert. Das heißt, die Blockchain ist eine technische Möglichkeit, die es vorher noch gar nicht gab. Das heißt, so eine Art von Datenspeicherung, einer sicheren, vertrauenswürdigen Datenspeicherung gab es vorher gar nicht. Das heißt, hier ist jetzt eine Möglichkeit geschaffen worden oder entstanden, diese Daten an dezentralen, das heißt an verschiedenen Punkten zu platzieren. Das heißt, ein Angreifer muss jetzt nicht mehr nur in eine Infrastruktur eingreifen, und hat dann die ganzen Passwörter, ganzen Informationen auf dem Silbertablett liegen. Ein Angreifer muss jetzt einen ungleich größeren Aufwand betreiben, um an diese Informationen ranzukommen. Nämlich, er muss jedes einzelne Gerät zum Beispiel selber angreifen.
Ja, und dann ist man schnell, ich würde nicht sagen, es ist technisch unmöglich, das Ganze immer noch zu hacken, aber es ist einfach wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Ja, und das ist alleine, glaube ich, schon ein sehr großer, ein sehr wichtiger Schwellenwert, ja, weil es eben ungleich viel mehr Aufwand braucht, der einfach dann für einen Kriminellen im besten Fall einfach nicht mehr attraktiv ist, diese Daten einzeln aus den verschiedenen Devices zu holen. Ja, du hast gerade dezentrale Datenspeicherung gesagt. Gut, die Daten sind dann aber gespeichert und dann gibt es natürlich auch immer diesen Konflikt mit der DSGVO. Auf der einen Seite dieser unveränderlichen Blockchain und dann und dem Recht auf Vergessenwerden der DSGVO. Inwiefern regelt ihr das mit eurer Datenspeicherung, dass das alles konform ist und legal? Ja, also DSGVO, dem Thema muss sich, glaube ich, jedes Unternehmen, jedes Produkt in dem Bereich früher oder später stellen. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Ansatz gewählt, der mittlerweile auch zertifiziert ist, dass er halt DSGVO-kompatibel eingesetzt werden kann. Und was wir halt hauptsächlich machen, ist, ich habe es gesagt, der wichtigste Aspekt ist, dass die Daten auf dezentralen Punkten liegen. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, dass die Daten entsprechend auf den Endgeräten, auf den Smartphones, auf den Desktop-PCs entsprechend verbleiben. Und wir mit der Blockchain-Technologie eben nicht die Daten wiederum in eine zentrale schicken, in eine zentral verwaltete Stelle schicken, sondern über die Blockchain entsprechend nur den Consent über verschiedene, über den Datenaus oder die Einwilligung zum Datenaustausch entsprechend speichern. Ja, dass man über die Blockchain fälschungssicher nachvollziehen kann, wer hat wann, wo, welche Daten mit wem geteilt und entsprechend diesen Consent, den man dann gegeben hat, einem Unternehmen, einer Person, auch entsprechend wieder entziehen kann. Ja, das hat dann für beide Seiten Vorteile. Ich als Nutzer weiß genau, wer hat meine Daten, ja, weil wer hat Kontrolle über meine Daten, ich selber habe Kontrolle über meine Daten, oder welches Unternehmen oder welche andere Person hat Zugriff auf meine Daten. Oder als Unternehmen kann ich auch entsprechend sagen, hey, wenn der Nutzer sich auch beschwert, sagt, warum schickst du mir jetzt eine Werbe-E-Mail, ich habe dir meine Daten nie geteilt, hat auch das Unternehmen entsprechend den Nachweis, kann sagen, hey, lieber Nutzer, du hast mir hier an dem Datum den Zugriff auf deine Daten gegeben und da eingewilligt. Das heißt, da ist der Nutzen absolut für beide Seiten da. Und da das ja auch dann wahrscheinlich für einfach ganz normale Otto-Normalverbraucher geeignet ist, frage ich mich, ist es denn auch einfach in der Benutzung? Das klingt jetzt schon alles relativ komplex. Also ich weiß auch, dass ihr da dieses Verifiziersystem habt. Also inwiefern gestaltet ihr das dann einfach? Als Nutzer kann ich zum Beispiel meine schon verifizierten Daten bei einem Telekommunikationsanbieter, bei einem Bankkonto auch an anderer Stelle einfach nutzen. Ja, beispielsweise in einem Online-Shop. Ein Online-Shop, für den wird sich gar nicht lohnen, die Daten jedes Mal komplett für jeden Kunden einzeln zu verifizieren. Ja, zumindest nicht, wenn er nicht gerade beispielsweise teure Uhren oder sehr teure Sachen verkauft. Aber wenn er halt Klamotten, Kleidung etc. verkauft, wird sich das ja wahrscheinlich gar nicht lohnen, weil der Warenkorb des Kunden einfach gar nicht so groß ist, dass so viel Marge da ist, die Daten immer komplett zu verifizieren. Das ist ein sehr kostspieliger Prozess. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit mit der Auned-Lösung geschaffen, dass die Daten, die schon verifiziert sind, vom Kunden entsprechend an den Online-Shop weitergegeben werden können. Das heißt ja, der Kunde kann diese Daten im Online-Shop freigeben und sagen, hey, lieber Online-Shop, hier sind meine verifizierten Daten. Ich als Online-Shop habe natürlich den Vorteil davon, dass ich mehr Sicherheit habe. Mhm. Ich weiß, okay, der Kunde ist echt, ich habe weniger Fake-Bestellungen, ich kann entsprechend Sachen ausschließen, die sonst passieren würden im Bestellprozess mit unverifizierten Daten. Und ich als Nutzer kann entsprechend Vorteile davon haben, weil der Online-Shop sich entschließen kann, okay, wenn ich verifizierte Daten bekomme, gebe ich dem Nutzer einen Discount. Da gebe ich ihm 10% Rabatt oder 5% Rabatt auf den Einkauf, weil ich einfach mehr Sicherheit habe und sicher bin, okay, der Kunde ist echt und der Kunde bezahlt entsprechend. Ja. Und also, mit der, sorry. Ja, nee, ich dachte nur gerade, weil also Verifikation klingt natürlich immer vertrauenswürdig im ersten Moment, aber jetzt dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt ein total ausgeklügelter Krimineller bin und jetzt habe ich es irgendwie geschafft, mir deine Identität irgendwie anzueignen, also wer verifiziert die denn? Weil das bedeutet ja, sagen wir mal, ich hätte die jetzt einmal verifiziert, dann kann ich ja in alle Online-Shops der Welt gehen und dann quasi richtig einkaufen und muss mich ja dann, ich bin ja schon verifiziert im Prinzip. Genau, es gibt nämlich noch einen zweiten entscheidenden Schritt. Das war jetzt gerade der erste Schritt, den ich beschrieben habe. Das heißt, der Online-Shop bekommt die verifizierten Daten. Die Daten sind auch entsprechend verifiziert, beispielsweise von der Bank oder Telekommunikationsanbieter, je nachdem, wer sie initial verifiziert hat. Es gibt jetzt aber auch den zweiten Schritt, dass der Online-Shop entsprechend dann live oder in Echtzeit wiederum zu dem Verifizierten oder zu dem Verifizierer gehen kann. In dem Fall, sagen wir einfach mal, die Bank, zur Bank gehen kann, sagen kann, hey, der Kunde XY, der Kunde Julian, sagt, er wohnt da und da, ist dann und dann geboren, stimmen die Daten.
Das heißt, wir können dann wieder den Kreis schließen und wir können in Echtzeit die Daten wiederum abfragen lassen, ob sie noch aktuell sind, ob sie eben nicht von irgendwem anders verwendet werden und die Daten auch entsprechend aktuell sind. Und dann auf den dritten Punkt hinzukommen, hat dann auch der Verifizierer, der die Daten ja meistens nur für seine eigenen Prozesse braucht, also beispielsweise das Konto zu eröffnen. Und dann hat er die meistens aus regulatorischen Gründen noch irgendwo in der Schublade liegen, die Verifizierungsunterlagen. Hat hier aber hier auch die Möglichkeit, diese verifizierten Daten auch noch zu monetarisieren. Natürlich immer nur mit Einwilligung des Kunden. Aber der Kunde kann auch sagen, ich erlaube dir, lieber Online-Shop, dass du bei der Bank anfragen darfst, ob meine Daten noch aktuell sind. Das heißt, es ist noch ein Schritt weiter in der Verifizierung. Und mit der Ownit-Plattform haben wir entsprechend die Möglichkeit geschaffen, das ganz flexibel zu gestalten. Mhm. Das heißt, man kann für ganz verschiedene Anwendungsfälle eben genau sagen, bis zu welchem Level möchte ich das Ganze denn eigentlich verifiziert haben? Was ist für meinen Anwendungsfall sinnvoll? Und wo möchte ich denn eigentlich damit hin? Oder was macht auch kommerziell Sinn? Okay. Und wie incentiviert ihr denn dann die Leute, oder die Dienstleister, dass sie bei eurer Plattform dann mitmachen zum Beispiel? Also wie erreicht ihr die? Das Problem, was Ownit als Plattform hat, oder die Herausforderung, die Ownit als Plattform hat, eigentlich jede zweiseitige Plattform. Ja, auf der einen Seite braucht man Apps, auf der anderen Seite braucht man Unternehmen, die diese Apps nutzen. Die Unternehmen kommen nicht auf die Plattform, wenn keine Apps da sind. Ja, und die Apps oder die App-Entwickler kommen nicht auf die Plattform, wenn keine Unternehmen da sind. Ja, das heißt, so als zweiseitige Plattform muss man das Ganze immer Stück für Stück hochschaukeln, um entsprechend auch ein ganzes Ökosystem darauf entstehen zu lassen. Darum fokussieren wir uns eben genau darauf gerade, ein Ökosystem entstehen zu lassen. Und auf der anderen Seite eine Seite der Plattform erstmal selber zu bedienen. Das heißt, wir schauen gerade, welche Apps können auf der Plattform entstehen. Das heißt, wir füllen den initialen App Store sozusagen mit unseren eigenen Anwendungen, um dann das Ganze attraktiv zu machen für Unternehmen. Und sobald dann die ersten Unternehmen da sind, schauen wir dann, dass weitere App-Entwickler, weitere Apps auf der Plattform entstehen, so das Ganze entsprechend mehr Reach bekommt. Präferiert ihr da eigentlich dann Blockchain-Unternehmen oder Unternehmen, die irgendwie einen Krypto-Blockchain-Bezug haben? Oder ist das egal? Das ist egal. Also es sollte Identity als Thema ist ja eigentlich in sehr vielen Use Cases vorhanden. Und da können wir entsprechend den Blockchain-Teil, sage ich mal, mit der Plattform liefern. Und dann können auch ganz andere Unternehmen, die erstmal gar nichts mit Blockchain unbedingt zu tun haben wollen, auf eine eigene App bauen und entsprechend die Vorteile so einer dezentralen Identitätslösung einfach mitbenutzen. Und durch unsere Programmierbausteine ist das auch extrem einfach einzubinden. Das heißt, man muss da gar nicht zwangsläufig tiefes Blockchain-Wissen haben. Es reicht schon Programmierwissen, um dann entsprechend mit klassischen Methoden in dem Sinne die Blockchain-Based Identity mit einzubauen. Das gilt sowohl für die App-Entwickler, das gilt aber auch für die Unternehmen, die entsprechend diese Apps nutzen wollen. Ich habe mir jetzt gerade im Kopf, also es gibt ja so Millionen, Milliarden verschiedene Dienstleister. Und wie hoch wollt ihr das eigentlich, also wie wollt ihr das skalieren? Also ist das jetzt eher im großen Stil gedacht? So, okay, jetzt Weltherrschaft an uns reißen oder jetzt eher so im Kleinen, okay, vielleicht dann doch erstmal deutschlandweit oder was schwebt euch da so vor? Weltherrschaft ist ja wahrscheinlich nie schlimm oder nie schlimm, wenn man sie hat. Nein, aber Spaß beiseite. Was ich glaube, ist, dass es keine allumfassende Identity-Lösung geben wird. Also, dass wir in Deutschland als Personalausweis haben, glaube ich nicht, dass es das in der digitalen Welt geben wird. Und als weltumspannendes Netzwerk haben wir es ja auch in der analogen Welt sozusagen nicht gesehen. Da gibt es ja auch keine ID-Card, die auf der ganzen Welt letztendlich gültig ist. Und ich persönlich finde es viel spannender in einem etwas kleineren Kontext. Also gerade wenn man im Unternehmenskontext denkt, wo zum Beispiel Unternehmen sich zusammengeschlossen haben in einem Konsortium. Ja, Unternehmen, die eh schon am Konsortium zusammenarbeiten, könnten beispielsweise die Ownit-Plattform nutzen, um erstmal in ihrem Kreis, der ja auch relativ abgegrenzt ist, einen Identity-Use-Case bauen und entsprechend schon sehr schnell die Vorteile davon spüren. Ja, das ist eine globale Identity-Plattform, die braucht natürlich erstmal Unmengen Reach, bis da überhaupt irgendwas passiert. Aber in so einem kleinen Konsortialansatz ist der Reach sofort da. Ja, alle Unternehmen können sich darauf einigen, entsprechend mitzumachen. Und dadurch ist einfach das Erfolgserlebnis sofort bei dem ersten Prototypen eigentlich schon da. Also sofort, wenn halt die Unternehmen den Vorteil sehen, dass sie verschiedene Verifikationsschritte auslassen können, dass sie vielleicht ein neues Monetarisierungsmodell für ihre Daten gefunden haben. Schon da ist eigentlich ein Mehrwert gegeben, ja, und der Einsatz der Lösung macht schon Sinn. Verstehe.
Und welche, aus welchen Branchen kommen die Unternehmen dann vorzugsweise? Aus unterschiedlichen Unternehmen. Wo wir zum Beispiel spannende Gespräche führen, ist in der Logistik, was eigentlich so ein Klassiker ist, wo viele Prozesse aneinander hängen. Ja, einfach aus Natur der Sache. Ja, das heißt, der Container, der von A nach B kommen muss, der muss natürlich, wird meistens durch viele Hände gereicht. Das heißt, da passiert eben viele Datenübergaben, und an jeder Datenübergabe ist natürlich dann auch eben teilweise eine Vertrauensfrage. Ja, also stimmen die Daten, wo kommt der Container her, woher kommt die Lieferung, um dann eben zu schauen, kann man diesen Prozess eben optimieren. Ja, das heißt also, solche Branchen sind ein guter Fall, aber letztendlich ist das eigentlich jede Branche, die irgendwie auf einer Supply Chain basiert, weil letztendlich ist eine Supply Chain eben genau das, dass eine Kette von Prozessen stattfindet, wo Daten ausgetauscht werden müssen, wo eben Vertrauen schon sehr früh helfen kann. Und dabei geht es aber auch um es geht um Personendaten, richtig? Es Weil kann jetzt um habe ich gerade Personendaten Logistik gehen. und genau, Ja. Frachtdaten. Das war dann irgendwie, okay, wie kommt es da zusammen? Ja. Also, sorry, es kann um Personendaten gehen. Es kann aber eben auch um maschinelle Daten gehen. Da ist es Verstehe. IoT-Daten, wie auch immer. Das heißt ja auch letztendlich, nicht nur eine Person hat eine Identität, auch beispielsweise ein Container, eine Lieferung kann eine eindeutige Identität haben. Und ich kann eben genau nachweisen, welchen Weg ist dieser Container mit der Lieferung gegangen? Wo kommt das Ganze her? Ist das wirklich das, wofür ich es halte? Also ist es genau der Container, für den ich ihn halte? Und entsprechend gucken, wer könnte ihn manipuliert haben? Das kann ich damit ausschließen. Woher kommt er? Durch welche Hände ist der gegangen? Wo geht der Ganze hin? Das ist ein ganzer Prozess, der teilweise heute auch noch sehr manuell passiert oder papierlastig passiert, wo die Daten letztendlich dann ausgetauscht werden. Den kann man damit sehr gut digitalisieren als auch automatisieren. Ja, verstehe, verstehe. Und wenn, vielleicht kannst du mich da ein bisschen bei eurer Roadmap abholen. Also wann kann ich mich jetzt als Dienstleistung unternehmen bei eurer, also wann kann ich eure Plattform nutzen? Fertig noch nicht ganz. Wir haben jetzt schon erste Prototypen, auch mit einem Telekommunikationsunternehmen gestartet und auch mit weiteren Unternehmen, die gerade laufen. Und wir sind entsprechend gerade dabei, die Lösung final fertigzustellen, das heißt technisch fertigzustellen, vor allem eben auch, und das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz, mit den Learnings aus den Prototypen. Also wir haben einen sehr iterativen Ansatz gewählt, zu sagen, guck mal, was lernen wir direkt daraus, also wirklich schnell einen Prototypen zu haben, was lernen wir daraus und diese Learnings entsprechend auch mit in die weitere Entwicklung einfließen zu lassen. Das ist der ein Punkt, auf den wir uns gerade konzentrieren. Der andere Punkt ist, wie kann man eine Community aufbauen? Also ein Ökosystem aufbauen. Da sind wir auch gerade dran. Also wie kann man entsprechend die Startups zusammenbringen? Wie kann man die Unternehmen zusammenbringen? Wie kann man beide Seiten zusammenbringen? Wie kann man ein Ökosystem darauf entstehen lassen? Und eben mit diesen beiden Seiten sind wir in der Lage und dem Prototypenwissen, das wir haben, sehr schnell damit anzufangen. Also ich bin ganz ehrlich, bis der Endnutzer die ganz normal irgendwo im App Store findet, wird es noch einige Zeit dauern. Wo wir aber heute schon in der Lage sind, ist entsprechend diese Unternehmens Use Cases sehr schnell aufzubauen, beziehungsweise haben wir schon teilweise und die können sogar sehr schnell entstehen und das machen wir dann meistens eben mit konkreten Fällen. Okay, also 2020 ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh gegriffen. Also wie gesagt, also für Prototypen haben wir jetzt schon die technische Grundlage da und da sind wir auch gerade sehr gut bei und das ist auch keine Prototypenlösung mehr, was wir als Backend haben, es ist auch schon entscheidend weiter. Wo wir sagen, bis wir das komplett öffentlich lesen, wird es wahrscheinlich bis Ende 2020 noch dauern. Ja, das ist ja, wir sind ja schon im Juli. Ja, und diese DSGVO-Sache, die habt ihr ja scheinbar geregelt, was wirklich, also was mich echt überrascht hat, weil ich auch tatsächlich auch viele Berichte von Blockchain-Identitätslösungen gesehen habe, die nicht so gut funktioniert haben, beziehungsweise nicht durch diesen Prozess gekommen sind. Und was sind jetzt noch die größten Herausforderungen für euch? Ja, also da noch mal auf das Thema Ökosystem, Community zurückzukommen. Also du hast gesagt, genau technisch die Probleme haben wir größtenteils gelöst. Das war auch eins der größten Probleme, war eben die DSGVO. Aber jetzt eben die Leute zusammenzubringen und gerade in Deutschland ist das relativ langsam. Ja, ich meine, das kennt ihr ja auch. Also das Interesse für Blockchain ist da, aber wirklich was zu machen, das ist gerade bei Unternehmen relativ schwerfällig noch. Jetzt ist natürlich gerade die Corona-Zeit auch so ein bisschen der Innovationsdurst zumindest ein Stück weit zurückgefahren worden. Und ich glaube, also die größte
Herausforderung wird jetzt eben sein, diesen Innovationsdurst wieder zu wecken, und zwar so weit zu wecken, dass jetzt wirklich die Projekte angegangen werden, die nächsten Blockchain-Projekte anfangen und entsprechend auch die Leute sich community-mäßig da wieder mehr für interessieren, als sie es in den letzten Monaten gemacht haben. Und das wird jetzt, glaube ich, für uns ein sehr wichtiger Schritt, die Leute wieder für das Thema mehr zu begeistern und entsprechend das Ganze in anfassbare Ergebnisse dann mit den Leuten zusammen zu verwandeln. Ja, das klingt total gut. Ich hatte jetzt gerade in meinem Kopf, weil du Finanzierung gesagt hast, ist bei mir direkt noch eine Frage aufgeploppt. Wie läuft das bei euch? Wie finanziert ihr euch? Also ich habe gesehen, ihr seid ja auch eine White-Label-Lösung von Kokus. Was spielen die da für eine Rolle? Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Das wäre ganz cool. Abschließend. Genau, also zurzeit ist Ownit ein Produkt der Kokus AG. Und was wir einfach gerade sehen, auch die Rückmeldung und die Prototypen, die wir haben, ist, oder was wir überlegen, ist, das Ganze entsprechend auf eigene Beine zu stellen. Also zu überlegen, wie kann eine Ownit-Lösung auch unabhängig von der Kokus aussehen. Also zurzeit wird es entsprechend als Produkt der Kokus AG finanziert. Und wir überlegen auch gerade das Ganze mal, wie kann das Ganze dann als eigenständige Plattform aussehen und was ist dafür notwendig. Alles klar, cool. Mega viele Informationen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wir werden ja sicherlich zur Finalisierung eures Produkts, also wenn es dann wirklich soweit ist, bestimmt nochmal sprechen. Aber ansonsten, ja, wünsche ich euch alles Gute.